Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Im letzten Part haben wir mit Welt 5 begonnen und genau da wollen wir jetzt auch weitermachen mit einigen wieder etwas größeren Galaxien, und zwar der Buhu-Mond-Galaxie, der Schlingersand-Galaxie und der Heiß-Kalt-Galaxie. Mal schauen, welche von denen wir heute schaffen werden. Erstmal, was ist denn die nächste überhaupt? Das ist die Schlingersand-Galaxie. Gut, machen wir die auch gleich. Jupp, da ist sie auch schon. So, ich muss mir kurz überlegen, wo denn da die grünen Sterne so waren. Ja, stimmt, ich glaube, das war sehr interessant hier, tatsächlich, bei der Schlingersand-Galaxie. Sehr, sehr interessant sogar. Also ich weiß, wo zwei grüne Sterne sind, aber ich weiß nicht, ob die 1, 2 oder 2, 3 sind und wo dann der entsprechend dritte noch ist, weiß ich gerade nicht. Ah doch, ich weiß schon. Okay, ja, mir ist gerade wieder eingefallen. Okay, und die sind alle so Mitte bis eigentlich eher Ende, sogar teilweise auch wieder ein bisschen nervig. Weil den Anfang jetzt hier dreimal sehen müssen, weil es sind auch alle drei Grünsterne in der ersten Mission versteckt, bin ich mir relativ sicher. Es sind nämlich zwei Grünsterne, eigentlich quasi am selben Ort versteckt. Das waren nämlich auch die, an die ich gerade eben schon dachte. Kann ich halt da mal verraten. Es ist nämlich, glaube ich, so, dass dann Grünstern Nummer 2 und Nummer 3 beide auf der großen Sandrutsche sind. Und einer ist ganz am Anfang von der Sandrutsche und der andere ist dann ganz am Ende von der Sandrutsche. Das wird auch noch dann sehr interessant werden. Ich hoffe, ich werde die dann einigermaßen bekommen. Aber gucken wir dann einfach gleich mal. Aber erstmal jetzt hier. Hier können wir jetzt dann gleich den ersten nämlich einsammeln. Der erste ist nämlich hier auf diesem Planeten. Glaube ich zumindest. Und zwar, ja, wir müssen noch einmal kurz weitergehen. Also noch ein, ja, aufpassen. Also noch einmal kurz jetzt hier, wieder mal hier nach unten quasi gehen. Hier diesen Abhang. So. Und da ist dann gleich, dürfen wir es dann gleich schon zu Gesicht bekommen. Der dürfte nämlich hier unten, genau, da unten ist er auch schon bei diesem, ja, Sandfall. Ich weiß mal nie, wie man sowas nennen soll. Ich meine, das ist ein, quasi ein Wasserfall. Aber es ist ja kein Wasser, sondern Sand. Wie nennt man denn dann sowas? Nennt man das, oh Gott, das war knapp. Nennt man das dann Sandfall? Und ich meine, wenn da jetzt Lava runterkommt, nennt man das dann Lavafall? Ich meine, es gibt jetzt nicht viele Lavafälle in der Natur und Sandfälle eigentlich auch nicht, ne? Deswegen, naja, egal. So, auf jeden Fall, ja, ich sehe da nichts. Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier, ich hoffe, ich treffe den jetzt. Rutsche ich da jetzt so rein? Ich glaube schon, oder? Ja, tue ich, okay. Also einfach, wie ich, an die Wand versuchen, sich ranzupressen und das nach unten schlittern und dann nimmt man wirklich genau in dem Grünstern drin und alles ist supi. Gut. Erster Grünstern schon mal erfolgreich, aber die anderen beiden, die könnten ein bisschen schwieriger werden. Ich muss jetzt kurz überlegen. Also wie gesagt, ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass Grünstern Nummer 2 und 3, also wirklich beide auf der Rutsche sind und eben einer ganz am Anfang und einer ganz am Ende von der Rutsche. Und was ich auch noch weiß, ist, dass einer von denen auf der linken Seite war und der andere dann auf der rechten. Ich weiß aber nicht mehr, ob jetzt der zweite links oder rechts war. Und das wäre aber sehr nützlich, das zu wissen, weil ansonsten ich da ein bisschen Probleme hätte. Weil ich würde eigentlich schon ganz gerne gleich am Anfang, in meinem ersten Versuch, wenn es geht, gleich den zweiten erwischen und dann eben im nächsten gleich den dritten, dass wir dann das nicht nochmal neu versuchen müssten. Das wäre ein bisschen nervig ansonsten. Müssen wir jetzt gleich mal gucken, aber ich meine, dass der zweite Grünstein, also der erste auf der Rutsche, ich meine, dass der auf der linken Seite war und der andere dann auf der rechten, aber da könnte ich mich jetzt auch täuschen, keine Ahnung. Übrigens, wie ich da mal durch diese Feuerdinger durchkomme, das ist auch eher mehr Glück als Verstand. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich da wieder über was anderes rede, halt über die Grünsterne und nicht über das Feuer selber. Und das ist ja irgendwie häufig so in Videospielen, also mir geht es zumindest so, dass wenn ich irgendwie an was ganz anderes denke, also wenn ich jetzt auch privat spiele und nicht jetzt währenddessen rede, wenn ich an was ganz anderes denke oder nebenzu, keine Ahnung, mir noch auch selber Videos angucke oder sowas, dass ich dann oftmals besser bin, teilweise, als wenn ich mich darauf konzentriere, so halb zumindest. Also wenn ich mich wirklich, wirklich extrem auf das Videospiel konzentriere, dann bin ich natürlich schon am besten, das ist logisch. Aber wenn man sich jetzt so nur halb, ja, oh Gott, aufpassen. Was? Die Blöcke sind aber auch böse hier. Wenn man sich so halb darauf konzentriert, also jetzt nicht mega konzentriert ist, aber trotzdem halt währenddessen jetzt quasi nichts anderes macht, dann ist bei mir oftmals so, dass ich dann sogar schlechter bin, als wenn ich komplett gar nicht dran denke, was ich jetzt eigentlich mache. Das ist auch sehr interessant. So, wir gucken mal, ob wir den jetzt vielleicht schon hier sehen können. Ja, links ist er. Nein! Na, scheiße. Ach man, ey. Ja, das wird fies werden. Das wird fies werden. Vor allem, ich habe auch immer so wenige Leben bei den grünen Sternen, weil ich halt immer so schnell durchrenne und nicht viel erkunde und deswegen auch kaum One-Ups einsammle. Das ist immer ein bisschen blöd irgendwie. Aber naja, was soll jetzt. Auf jeden Fall hier auf der linken Seite ist, aber nicht nach unten fallen wieder. Ich muss ja schon ziemlich stark nach links am Anfang. Mann! Erst jeder? Ich mache es aber trotzdem noch weiter. Schon ziemlich stark am Anfang nach links neigen, weil ansonsten ich da nicht mehr rechtzeitig hinkomme. Also der ist echt fies. Das ist einer der schwierigsten sogar, würde ich sagen. Weil der halt wirklich auch genau an der Kante ist. Und das ist nicht einfach, finde ich. Das ist echt nicht. Okay.
Aber wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass der zweite Grünstern auf der anderen Seite war. Also in diesem Fall dann gleich auf der rechten. Deswegen, wenn jetzt dann gleich die Typen hier alle weg sind, werde ich einfach versuchen, an der rechten Seite zu kleben. Und dann hoffentlich den Grünstern einsammeln. Okay. Nein. Ach man, ey. Ja, das ist ja super. Das ist ja super. Ach man, ey. Ich meine, zum Glück ist hier ein Checkpoint kurz davor, aber das ist jetzt trotzdem nervig irgendwie. Okay, also ich muss... Also am besten... sollte ich sogar dann den einen Abschnitt mit diesen Typen da. Ich versuche trotzdem wieder zuerst den linken zu bekommen. Okay, aber das ist echt nicht einfach, finde ich. Das ist wirklich nicht einfach. Auf jeden Fall jetzt dann gleich bei... Wenn ich das jetzt dann nochmal gleich spiele und dann eben wieder uns noch den dritten holen. Auf der rechten Seite da. Dann sollte ich schon versuchen, bei dem Abschnitt mit diesen Rolldingern da, die mich plätten wollen, dass ich da ein bisschen langsamer bin. Sprich, den Control-Stick nach oben drücke, weil dann kann ich ja abbremsen. Habe ich euch ja auch beim... wo wir die Galaxie zum ersten Mal gespielt haben, habe ich das ja gezeigt, dass man eben den Control-Stick nach oben drücken kann, um langsamer zu werden, oder nach unten drücken kann, um schneller zu werden. Wenn ich nach oben gedrückt halte, um langsamer zu werden, ist es zwar auch riskant, weil dann natürlich auch die, die Dinger schneller auf mich zukommen. Also es wirkt zumindest so, weil ich halt langsamer bin und sie aber die gleiche Geschwindigkeit haben, kommen sie halt dann eben schneller auf mich zu. Deswegen es schwieriger wird, ihnen auszuweichen. Aber eben durch die Tatsache, dass ich ein bisschen langsamer eben dann bei dem Abschnitt bin, habe ich eben dann danach noch mehr Zeit, bevor der Grünstern dann plötzlich auftaucht, dass ich eben dann mich noch richtig schön auf der rechten Seite wirklich gut positionieren kann, um den dann eben einsammeln zu können. Also was man bei dem Abschnitt da auf gar keinen Fall machen sollte, ist, dass man nach unten gedrückt hält, um eben Geschwindigkeit aufzubauen, also um schneller zu werden. Das sollte man auf gar keinen Fall machen, weil dann ist man zu schnell und dann wird der Grünstern schon dann auftauchen, während noch diese Dinger da sind und einen noch plätten wollen. Und das ist eine sehr schlechte Idee, weil die dann teilweise im Weg sein können. Weil ich meine, es kann ja dann sein, dass genau zu diesem Zeitpunkt dann auf der rechten und auf der mittleren Seite halt dann einer von diesen Rolldingern ist. Und dann muss ich halt eigentlich auf die linke Seite gehen zum Ausweichen. Aber genau dann taucht der Grünstern auf und ich muss halt nochmal neu starten. Deswegen, das ist nicht sehr förderlich. Und deswegen werde ich versuchen, da ein bisschen mehr abzubremsen. Ich werde vielleicht dann, wenn es kritisch wird und wenn ich nicht mehr rechtzeitig ausweichen kann, was schon schwierig wird, da immer auszuweichen, dann werde ich vielleicht einfach mal kurzzeitig den Control-Stick wieder gar nicht drücken. Aber die meiste Zeit werde ich dann schon versuchen, da eher mal ein bisschen mehr abzubremsen, um eben dann schon möglichst früh da eben sein zu können und dann mich halt schön ausrichten zu können, bevor wir dann eben den Grünstern danach einsammeln werden. Das ist jetzt so der Plan, den ich jetzt dann gleich habe und ich hoffe mal, dass der auch aufgehen wird. Wir gucken mal. Erstmal wieder Checkpoint, ganz wichtig. Okay. Ich glaube, ob ich am Anfang jetzt schon bremse, das glaube ich egal, weil... Also ich glaube, es ist nicht so, dass diese Rolldinger nach einer bestimmten Zeit kommen, sondern... Oder wie soll ich denn... Oder wie soll ich das jetzt sagen? Ach, keiner. Ich weiß nicht genau, wann die kommen. Auf jeden Fall, jetzt werde ich mal ein bisschen abbremsen hier. Okay. Aber wie gesagt, es wird jetzt auch schwieriger auszuweichen. Also es wird uns jetzt so vorkommen, als würden die Dinger ein bisschen schneller ankommen. Können wir jetzt nochmal kurz den Vergleich sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach unten drücke, dann kommen sie viel langsamer. Und wenn ich nach oben drücke, kommen sie viel schneller. Habt ihr gesehen? Okay. So, ganz rechts positionieren. Wir haben genügend Zeit. Sogar sehr viel, fast zu viel Zeit sogar. Okay, jetzt habe ich eine gute Position. Das dürfte, glaube ich, passen. Ich mache wieder normal. Normale Geschwindigkeit. Ja. Hui. Das muss spannend. Nein, aufpassen. Jetzt wird es aber schon enger. Oh Gott. Das ist ziemlich fies sogar. Ich dachte eigentlich, dass der Grünstern noch vor dem Punkt auftauchen würde, bevor dann die Rutsche schmaler wird. Ihr wisst ja, dass die Rutsche am Ende immer schmaler wird. Und ich dachte, dass der Grünstern noch davor auftauchen würde, wo die Rutsche noch ihre maximale Breite hat. Aber wir haben jetzt gerade schon sehen können, dass wo der Grünstern ist, dass da die Rutsche schon ein bisschen schmaler geworden ist. Und man deswegen halt ein bisschen weiter noch nach links drücken muss, um nicht runterfallen, um nicht runterzufallen. Aber dadurch rutscht man dann vielleicht doch wieder am Grünstern vorbei. Also der ist ziemlich fies sogar, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, die beiden letzten hier, die waren jetzt echt nicht einfach. Aber wir haben sie bekommen, deswegen umso besser. Gut, dann Heißkaltgalaxie war als nächstes. Ich will schon mit der Reihenfolge einigermaßen, genau, okay. So, muss ich auch wieder überlegen. Den ersten Grünstern weiß ich. Den zweiten Grünstern weiß ich. Und, den dritten, ah, stimmt, oh, um Gottes Willen. Den dritten weiß ich auch, ja. Und hier der dritte Grünstern, das habe ich ja schon häufiger mal prophezeit, dass in der Heiß-Kalt-Galaxie einer der, wenn nicht sogar wirklich der fieseste Grünstern auf uns warten wird. Und jetzt ist es soweit. Das ist nämlich eigentlich, also ich finde schon, dass es der fieseste ist von allen. Der ist zwar einfach zu finden, also man kann ihn sehr einfach entdecken, aber es ist extrem schwierig an den Rand zu kommen, weil man da wirklich sehr viel richtig machen muss. Man muss halt, das ist das Fiese beim dritten Grünstern hier von der Galaxie.
Man muss nicht nur beim grünen Stern selber etwas richtig machen, sondern davor quasi auch schon. Und ihr werdet dann schon sehen, was ich meine. Aber erstmal holen wir uns die ersten beiden und die sind noch eigentlich... Also der erste ist noch ziemlich einfach, aber der ist dafür... Kann man eigentlich jetzt schon den sehen? Na, ich darf nicht umgucken. Auf jeden Fall, ich kann mal verraten, der erste Grünstern ist im Vulkan drin. Was ich auch ganz witzig finde. Können wir den sehen? Guck ich halt mal um, Luigi. Ja, kann man. Man kann ja schon ein bisschen was grün funkelnd sehen. Und da drin ist er eben. Da kommt man jetzt gerade noch überhaupt nicht hin. Wenn aber alles eingefroren ist, dann schon. Jetzt einfach nochmal eine Wolkenkumpe schnappen und dann da gleich hinjumpen. Und dann können wir uns den holen. Also ist auch eine ziemlich coole Idee. Ein ziemlich witziges Versteck eigentlich, finde ich, für einen grünen Stern. Und es ist auch nicht so einfach, den zu finden. Also der ist einfach zu bekommen, weil ich muss einfach nur ein paar Wolken einsetzen. Und dann bin ich da schon da. Aber der ist nicht einfach zu finden, finde ich. Weil ich meine, während der Vulkan halt noch aktiv ist, den da zu sehen ist schon sehr schwierig. Wir haben gesehen, man muss da schon wirklich genau hingucken, um den wirklich erkennen zu können. Und ich finde grundsätzlich Grünsterne oder allgemein in Jump'n'Runs sammelbare Objekte, die erst auftauchen, wenn man vorher etwas Bestimmtes gemacht hat, die finde ich immer grundsätzlich ziemlich fies. Und das ist ja hier auch der Fall. Ich meine, nachdem ihr den Schalter aktiviert habt, kommt ihr da drauf, dass dann vielleicht sich durch die Veränderung, dass jetzt alles zu Eis geworden ist, dass erst jetzt ein Grünstern irgendwie im Vulkan erreichbar ist und ihr schaut beim Vulkan nochmal nach. Nicht so unbedingt, finde ich. Also vielleicht schon, ja, aber nicht unbedingt zumindest. Also nicht jeder wird es gemacht haben. Und deswegen, der ist schon nicht so einfach. Also im Allgemeinen kann man, glaube ich, schon so irgendwie festhalten, dass die Heiß-Kalt-Galaxie vielleicht sogar in meinen Augen die schwierigsten Grünsterne hat. Also sie ist auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei. Also ich finde wirklich, Grünstern 3 ist der schwierigste hier in der Galaxie. Und der erste ist jetzt auch schon nicht so mega einfach, aber der geht noch. Aber der zweite ist auch schon nicht einfach, den zu finden. Also zu bekommen geht der dafür auch wieder. Aber den zu finden ist auch nicht einfach. Und beim dritten ist genau andersrum. Der ist, den sieht man sofort. Aber an den ranzukommen ist die Hölle. Wirklich. Also, das ist echt schlimm, was man da für den machen muss. Ist auch teilweise ein bisschen sehr verrückt sogar. Was da die Entwickler von einem verlangen, finde ich. Aber werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Gut. Aber erstmal holen wir uns den zweiten. Der ist noch deutlich einfacher. Also, ja, obwohl, also ich hätte sogar jetzt eigentlich schon versuchen können, dass ich jetzt auch schon vielleicht den dritten mir zuerst hole, eben weil der dritte so schwierig ist. Aber ich werde jetzt trotzdem erst nur stracks den zweiten holen. Das ist, glaube ich, dann doch schon sinnvoller. Okay. So, der zweite ist auf diesem Planeten hier. Ich glaube aber auf der anderen Seite. Also irgendwo hier ist er, ich weiß jetzt auch nicht genau hundertprozentig auswendig wo. Aber ich glaube, ich muss erst auf die andere Seite gehen. Und dann ist er da einmal am Rand. Also kurz bevor diese Felsen hier immer in die Lava wieder eintauchen und dann auf der anderen Seite wieder rauskommen. Da irgendwo mal wirklich direkt bei der Lava dran ist dann ein Grünstern. Ich glaube, der ist auch relativ weit hinten. Genau, da ist er nämlich schon. Richtig, okay, da ist er, genau. Also der ist auch nicht so einfach zu entdecken, finde ich. Weil da drauf zu kommen, da nach hinten so zu gehen und ja zu bekommen, ist ja auch nicht einfach, ehrlich gesagt. Weil da eben überall Lava in der Nähe ist. Das ist auch übrigens auch ein cooles Stern-Einsammelbild hier. Weil einfach hinter Luigi nur Lava ist. Das sah jetzt auf jeden Fall auch ziemlich cool aus, finde ich. Okay. So, dann geht's jetzt los mit dem dritten Grünstern. Und wie gesagt, der ist echt ziemlich extrem, finde ich. Ich bin gespannt, ob ich den im ersten Versuch schaffen werde. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil der, also da muss man wirklich extrem viel richtig machen. Und das ist wirklich sehr schwierig. Ich werde jetzt dann gleich auch verraten, was genau wir da richtig machen müssen. Denn schon beim ersten oder dann spätestens halt bei dem zweiten Planeten, wo wir gerade eben waren, da müssen wir halt wirklich sehr viel richtig machen, um den bekommen zu können. Okay. Hat man den eigentlich gerade eben schon in der Intro-Sequenz sehen können? Ich glaube nicht, oder? Das wäre mir, glaube ich, aufgefallen ansonsten. Oder kann man nicht? Ich glaube, ich habe ihn nicht sehen können. Also ich glaube, also er hätte theoretisch eigentlich im Bild sein müssen. Aber ich glaube, er war einfach zu weit weg und ist deswegen noch nicht aufgetaucht. Glaube ich zumindest. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Also von hier aus, also theoretisch müsste man ihn von hier aus auch erkennen können. Aber er ist einfach zu weit weg und deswegen sehen wir ihn nicht. Naja, auf jeden Fall. Unser Ziel wird es sein, dass wir mit der Wolkenblume ziemlich weit hier in der Galaxie kommen müssen. Und nicht nur mit der Wolkenblume, sondern auch mit noch mindestens einer Wolke, die wir noch zur Verfügung haben. Ja, und das ist auch schon die ganze Schwierigkeit an der Sache. Denn ich muss erstmal hier, ich mache schnell alles zu Eis, jetzt muss ich wieder mir eine neue Wolkenblume holen. So. Und ab jetzt, wenn ich die jetzt einsammle, dann sollte ich am besten gar nicht mehr schütteln. Weil, ich meine, wenn ich schüttle, dann verbrauche ich ja eine Wolke. Und, ich meine, drei Wolken habe ich. Also, ich brauche für den definitiv eine Wolke. Und das ist eben das Fiese, weil ich meine, es war schon bei vielen Grünsternen so, dass man da Wolken brauchte, um hinzukommen, weil die halt zu weit oben waren oder sowas. Aber hier ist es halt so, dass man
nur am Anfang der Galaxie eine Wolkenluft bekommt, und zwar auch nur hier halt eine einzige. Und ab jetzt wird es gar keine mehr geben. Aber wir müssen jetzt den Rest der Galaxie überleben mit diesen Wolken hier. Also wie gesagt, ich darf noch zwei verschwenden. Also wenn ich kurz vorm Runterfallen sein sollte, werde ich auf jeden Fall eine verwenden, klar. Weil zwei darf ich ja benutzen, das ist noch voll okay. Ich muss halt nur mit eine muss noch übrig haben. Aber was halt hier fies ist, ist, dass ich halt die Lava nicht berühren darf. Oder halt vom Gegner getroffen werden darf. Ich darf keinen Schaden nehmen. Aber wenn ich Schaden nehme, dann verliere ich ja meine Wolkenblume komplett sogar. Und dann kann ich den Grünstein nicht mehr bekommen. Also man muss hier durch diesen wahnsinnigen Planeten durch. Mit den Meteoriten auch noch. Und dann hier rein schnell. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt schon das Schlimmste eigentlich geschafft. Also es sah jetzt bei mir auch wieder ziemlich einfach aus. Aber das ist nicht einfach, glaubt mir. Das ist wirklich nicht easy. Denn jetzt können wir ihn sehen. Da oben ist der Grünstern. Und der ist so weit oben, dass man dafür auch ziemlich, ziemlich sicher... ich muss aber hier natürlich auch noch auf... Ja, auch noch... Oh, ich gehe mal wieder weg. Auch noch aufpassen. Ich will mal übrigens dich kurz töten, weil du bist sehr im Weg. Stopp mal. So, okay. Gut. Hier bin ich, glaube ich, safe. Auf jeden Fall, da oben ist er eben. Wenn ich mich ich darf mich wieder... Doch, darf ich. Da oben ist er. Und ich bin mir relativ sicher, können wir jetzt mal kurz testen, dass man da anders nicht hochkommt. Nein, das ist viel zu hoch. Also selbst wenn ich hier einen... Ich meine, wir wissen ja, dass man auch ohne Wolkenblume hier drauf stehen kann. Also ich kann hier einen Dreisprung wegmachen und dann sogar in der Luft noch wirbeln. Aber selbst mit Luigi, einem Dreisprung und einem Wirbler, wird man hier nicht nach oben kommen. Deswegen eine Wolkenblume braucht man auf jeden Fall... Oder ja, also man braucht auf jeden Fall die Wolkenblume und eben noch eine weitere Wolke. Ansonsten wird man nicht an den Rang kommen. Und wie gesagt, das sah jetzt bei mir auch wieder nicht so schwierig aus, aber doch ist es. Weil vor allem bei diesem einen Planeten damit, wo überall Lava ist, da wirklich gut voranzukommen zu können, sich noch mindestens eine Wolke aufzuheben und eben von nichts erwischt zu werden, das kann sehr nervig sein, finde ich. Und deswegen, das ist wirklich kein einfacher Grünstern, auf jeden Fall. Gut. Dann muss ich jetzt überlegen, ich meine, als nächstes würde die hier kommen, die Buchomond-Galaxie, aber da habe ich ja schon gesagt, dass da, also da weiß ich auswendig, wo alle drei Grünsterne sind, und die sind alle, und zwar wirklich alle, ganz, ganz am Ende der Galaxie, also wirklich, so, also, ja, nicht ganz, ganz ist übertrieben, aber wir sind alle ziemlich, ziemlich am Ende, auf jeden Fall, deswegen ist es ein bisschen zu lang dauern, deswegen machen wir jetzt dann noch, würde ich sagen, hier die Sturzflug-Galaxie, und beim nächsten Mal kommt dann die Buchomond-Galaxie, und dann auch noch die Bowser Junior irgendwas-Galaxie. Und dann danach auch schon Welt 6. Gut, aber jetzt erstmal die hier. Da sind beide Grünsterne wirklich auch sehr interessant und auch ziemlich fies, finde ich. Der erste, das ist einer der interessantesten Grünsterne überhaupt. Also eigentlich ist der total einfach, aber wenn man nicht weiß, wie der geht, dann ist der extrem schwierig sogar, finde ich. Und der zweite, das ist wirklich der Grünstern, wo ich vielleicht am längsten gesucht habe, weil der ist so gut versteckt. Da bin ich ewig lang nicht drauf gekommen, wo der sein soll. Deswegen, ja, ne, das ist echt nicht einfach. Und übrigens, gerade eben haben wir schon den ersten sehen können. Und zwar genau, da unten nämlich. Seht ihr? Kann ich mich hier umgucken in die Ego-Perspektive? Ne, leider nicht. Aber auf jeden Fall, da unten ist er. Kann man ja hier so ganz knapp erkennen durch das Gitter, so durch, da ist er. Und der ist nicht einfach zu bekommen. Also eigentlich schon, wenn man weiß, wie es geht, ist er einfach zu bekommen. Und zwar, was ich jetzt gleich machen will, ist... Ja, will ich. Ich halte einfach die Wii-Fernbedienung jetzt einfach komplett schräg nach unten. Dass wir von Anfang an einen Mega-Ultra-Sinkflug machen. So sehr, dass gar nicht mehr geht. Und gerade nach unten halten übrigens, und das war's auch schon. Zack. Und dann wird man ihn genau bekommen. Jo. Das sah jetzt auch wieder sehr witzig aus. Aber ich habe tatsächlich mit dem Grünstern auch Probleme gehabt. Weil da auch wieder die Optik ein bisschen täuscht, finde ich. Weil es einem teilweise so vorkommt, als wäre er ein bisschen weiter hinten, als man denken würde. Und deswegen, ich habe halt... Also, wie soll ich sagen? Also, ich habe relativ schnell herausgefunden, dass der da ist. Das kann man ja relativ gut eigentlich sehen. Dass der da gleich am Anfang ist. Aber den zu bekommen, wenn man nicht weiß, wie es geht, wie gesagt, ist ein bisschen schwierig sogar. Weil ich habe halt immer versucht, schon einen relativ starken Sinkflug zu machen. Aber ich wollte halt auch keinen zu stark machen. Weil ich Angst hatte, dass ich ansonsten da vorne in der Lava direkt versinken würde. Und das wäre auch blöd gewesen. Und deswegen habe ich halt immer versucht, so einen halben Sinkflug oder ja, eigentlich schon einen relativ starken zu machen. Aber dass ich wirklich einfach komplett nach unten quasi zeigen muss und den stärksten Sturzflug machen muss, der überhaupt geht. Und nur dann komme ich ran. Da bin ich irgendwie lange nicht drauf gekommen, keine Ahnung. Und deswegen habe ich da sogar auch ein bisschen Probleme gehabt. Also wie gesagt, so weit nach unten halten, wie irgend möglich die Wii-Fernbedienung, dass er wirklich den stärksten Sinkflug oder Sturzflug überhaupt macht. Und dann werdet ihr auch rankommen. Und wie gesagt, auch gerade nach unten. Also nicht irgendwie noch nach links oder rechts noch neigen. Die Wii-Fernbedienung gerade nach unten halten, so stark wie es irgendwie geht. Und dann werdet ihr da rankommen. Dann fliegt ihr genau rein. Das täuscht teilweise. Man hat auch ein bisschen Angst irgendwie und denkt, oh Gott, nein, jetzt lande ich in der Lava. Aber nee, genauso klappt es. Und zwar auch nur genauso. Also anders, wenn ihr am Anfang mal kurz irgendwie die Wii-Fernbedienung gerade haltet, dann habt ihr quasi schon verloren und habt schon keine Chance mehr, an den ranzukommen. Okay.
So, der zweite Grünstern, der würde sich eigentlich, finde ich, hier gut anbieten, weil hier man halt hier so durch die Gegend fliegen muss und einmal so im Kreis und da kann man den nicht so einfach entdecken teilweise, aber hier ist er nicht. Wie gesagt, für den habe ich Ewigkeiten suchen müssen, weil der echt überhaupt nicht einfach versteckt ist, finde ich. Also der ist echt verdammt tricky, weil ich da irgendwie nie dran gedacht habe, an der einen Stelle wirklich mal nachzugucken. Und ich, das Problem ist auch, dass man den auch nie hat hören können, weil der ein bisschen weiter weg ist vom eigentlichen Weg. Und zwar, hier würde alles einstürzen und man muss jetzt an dieser Säule hier links vorbeifliegen. Und da muss man erstmal drauf kommen. Hier links vorbeifliegen und da ist er. Also der ist extrem fies, finde ich. Und dann auch noch bekommen, was jetzt auch knapp war. Also der ist so extrem fies, weil, wie gesagt, ich bin halt immer da. Ich meine, ich wusste gar nicht, dass ich da an der Säule überhaupt links vorbei kann, dass da überhaupt genügend Platz dafür ist. Und bis ich da mal drauf gekommen bin, hey, fliege ich mal links an der Säule vorbei, vielleicht ist er ja da. Das hat ewig gedauert. Aber er war dann da auch im Endeffekt und da war ich dann sehr froh, wo ich den dann auch bekommen habe. Das war wirklich einer der letzten, die ich bekommen habe, weil ich den einfach wirklich Ewigkeiten nicht gefunden habe. Echt schlimm. Okay. Aber ich meine, wenn man einmal weiß, wo er ist, dann geht's schon. Aber also den zu bekommen ist auch noch nicht so einfach, weil ich meine, alle Grünsterne von der Sturzburg oder auch Sinkflug-Galaxie sind nicht so einfach, weil man schon mal mit dem Tukugleiter auch schon mal dran vorbeifliegen kann, wenn man die Steuerung nicht genau hinbekommt. Aber das Schwierigste an dem ist es schon, den zu finden, denke ich. Okay. Dann würde ich mal sagen, Leute, war's das für diesen Part von Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann weitergehen wird in Welt 5 mit da noch der Buhu-Mond-Galaxie und dann eben Bowser Juniors, keine Ahnung, irgendwas, weiß ich nicht. Und wir dann wahrscheinlich auch schon mit Welt 6 anfangen werden. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.